Ja, herzlich willkommen beim Magazin Next. Heute sind wir in der Heimatstadt der CDU-Landesvorsitzenden und auch der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Julia Klöckner. Herzlich willkommen hier Dankeschön. Beim Magazin Next und wir freuen uns, in Bad Kreuznach zu sein. Frau Klöckner, wir haben so ein paar Fragen für Sie vorbereitet. Da geht es auch um den Diesel. Steht der Diesel vor dem Aus? Was würden Sie sagen? Ich glaube nicht, dass er unmittelbar vor dem Aus steht. Technologien entwickeln sich und wir müssen immer technologieoffen bleiben, um das Beste für die Zukunft zu finden. Ich halte nichts davon, den Diesel per se zu verteufeln, sondern wir müssen schauen, dass wir Richtwerte, dass wir Grenzwerte einhalten. Und das Problem ist nicht der Diesel. Das Problem ist das betrügerische Kartell von Betrügern in Nadelstreifen, muss man ganz offen sagen. Es darf nicht sein, dass am Ende der kleine Autofahrer, der sich das Geld zusammengespart hat für sein Auto und einen Diesel gekauft hat, dass er jetzt am Ende die Zeche zahlen muss. Sondern es muss darum gehen, dass kostenneutral, also dass der Verbraucher es nicht zahlen muss, entsprechend dann die Autos nachgerüstet werden oder es ein Software-Update gibt. Und dass die Grenzwerte eingehalten werden. Aber ich halte wenig davon, dass wir jetzt den Standort Deutschland, Autobauerstandort, Zulieferindustrie, Arbeitsplätze spielen eine Rolle, ihn jetzt kaputt reden. Wir müssen schauen, wie Gesetze eingehalten werden, aber wir offen bleiben für das, was kommt. Wie sehen Sie Rheinland-Pfalz da bei dem Ausbau der Infrastruktur für Elektromotoren? Wie sieht es hier aus? Ach, da sieht es in Rheinland-Pfalz noch sehr düster aus. Die ganzen Debatten über Elektromobilität, Elektroautos, das sind mitunter heute Luxusdebatten von Städtern. Wir haben in Städten haben wir in der Tat Ladestationen, aber wir müssen von dem Nutzer her denken. Ganz, ganz viele in Rheinland-Pfalz sind Pendler. Wir sind ein Pendlerland. Und erstens brauchen wir in der Fläche viel, viel mehr Ladestationen, bis es überhaupt attraktiv werden würde. Aber wir müssen schnellere Ladevorgänge, also eigentlich Tankvorgänge haben. Wer kann sich denn einen Tesla leisten, wenn Sie da vielleicht nur 20 Minuten brauchen mit dem Laden, aber haben zwei noch vor sich? Das ist nicht verbrauchergerecht, das ist was für die Stadt, aber nicht für so ein Flächenpendlerland. Da brauchen wir eine andere Struktur, Infrastruktur. Deshalb halte ich nichts von Quoten für E-Autos, wie das der SPD-Kandidat gerade fordert. Erfahrungsberichte zeigen, dass dort, wo in einem kleinen Dorf mehrere Teslas gleichzeitig geladen werden, haben sie ein Problem mit der Stromversorgung im ganzen Dorf. Also da ist es noch nicht ausgereift und deshalb sage ich, wir brauchen einen Technologiemix und eine Offenheit in der Technologie. Gut, dann ein anderes Thema. Seit dem 1.8.17 trat ein neues Gesetz in Kraft, dass in Bayern künftig der Gesichtsschleier für Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, Hochschulen, Kitas, Schulen und in Wahllokalen verboten ist. Ein Vorbild für Rheinland-Pfalz? Das ist absolut richtig, was Bayern gemacht hat und eine Selbstverständlichkeit. Wie Sie wissen, fordere ich das schon sehr, sehr lange. Denn tolerant gegenüber einem intoleranten Menschen- und Frauenbild zu sein, das untergräbt unsere offene Gesellschaft, unsere Demokratie. Das ist so ähnlich wie mit dem Fall in Montabaur. Ein Polizist muslimischen Glaubens, der befördert worden ist und der es ablehnte, von einer Kollegin, weil sie Frau ist, die Hand geschüttelt zu bekommen. Und das können wir nicht dulden. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Und warum sollen Frauen nur aufgrund des Geschlechts Frau sich verhüllen müssen? Wenn ein Mann die Körperform einer Frau oder den Anblick nicht ertragen kann, dann kann er sich eine Augenbinde nehmen, aber die Frauen müssen sich nicht verhüllen. Und das gilt natürlich gerade an Orten, wo der Staat ja auch mit Beamten zutage tritt und wo sie eine Vorbildfunktion haben. Und deshalb geht es natürlich nicht in Schulen und an anderen Plätzen. Man kann auch nicht mit einer Vollverschleierung eine Bank betreten, sollte sie nicht betreten können, oder ein Amt. Und ich gehe sogar noch weiter. Ich bin für das Verbot der Vollverschleierung in Deutschland, weil eine offene Gesellschaft braucht offenes Visier. Und ich will auch wissen, wer da hinten dran steckt. Und Integration funktioniert nur mit Kommunikation. Und ich glaube, da sollten wir viel klarer werden in Rheinland-Pfalz. Leider hat einen solchen Entwurf, den wir gemacht haben als CDU Rheinland-Pfalz, bisher immer Rot-Grün vor allen Dingen abgelehnt. Und die FDP übrigens auch. 24,1 Milliarden Euro Steuern haben rheinland-pfälzische Bürger und Unternehmen im vergangenen Jahr an die Finanzämter gezahlt.
und 500 Millionen Euro als zuvor. Wenn Sie jetzt an der Regierung wären, was würden Sie da mit dem Geld machen? Also das Geld, was wir verteilen, muss ja erstmal erwirtschaftet werden. Und wir müssen schauen, dass wir eine gute Balance haben in unserer Gesellschaft. Das heißt, dass die, die arbeiten, jeden Morgen aufstehen, Überstunden machen, sich auch ärgern ab und zu am Arbeitsplatz, dass die ihre Motivation behalten, denn die ziehen den Karren hier in Deutschland. Und insofern geht es darum, denen auch etwas zurückzugeben, die ein kleines Portemonnaie haben, aber ihre Arbeit tun. Das heißt, wir müssen die kleinen und mittleren Einkommen entlasten, also Einkommensteuer zurückgeben. Der Spitzensteuersatz greift viel zu früh. Wir müssen auch da eine Entwicklung haben. Ich bin der Meinung, wir müssen ein Drittel auch unserer Überschüsse investieren in Innovation, in Forschung, in Technologie, in Zukunftsbereiche. Und ein anderes Drittel geht ganz klar dahin, dass wir Schulden auch abbauen müssen. Also wir haben die höchsten Steuereinnahmen, die wir je hatten. Und da müssen wir in der Balance sein, auch an die kommende Generation denken, dass wir ihnen nicht die Rechnung überlassen für etwas, was wir uns heute leisten. Und das muss sich, glaube ich, die Waage halten zwischen Investition und gutem Haushalten und auch Geld zurückzugeben. Der Zuzug der Einwanderer geht zurück. Deutschland hat sich als ein Top-Einwanderungsland etabliert. Worauf kommt es jetzt bei richtiger Integration an? Wir haben Zuzug aufgrund unserer Asylgesetzgebung. Wir haben Menschen aufgenommen, weil sie in Not waren und nicht, weil sie gut ausgebildet sind. Dann gibt es wiederum Menschen, die wir anwerben, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Deshalb brauchen wir auch ein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Und bei allen kommt es darauf an, dass es ein einendes Band gibt zwischen aufnehmender Mehrheitsgesellschaft und Menschen, die aus anderen auch Kulturen kommen. Und wir erwarten nicht, dass jeder sofort irgendwie Deutscher wird und die Vorlieben im Essen und Trinken hat. Aber es gibt so ein paar Bedingungen, da bin ich der Meinung, sollten wir nicht verhandeln lassen mit uns. Da geht es um die Rechte von Mann und Frau. Antisemitismus, Homophobie, Ausländerfeindlichkeit haben bei uns keinen Platz. Da kann man auch kein Verständnis für haben. Auch steht die Familienehre nicht über dem Gesetz. Und die Sexualität der Tochter bestimmt nicht die Familienehre, sondern das Freiheit. Hier darf man heiraten und lieben, wen man will. Und das sind keine Selbstverständlichkeiten, weil wir erleben, dass es hier sehr häufig zu Konflikten kommt. Auch der Religionswechsel, der Glaubenswechsel oder auch Atheismus. Man darf auch Witze über die Religion machen. Das mag für viele selbstverständlich klingen, aber wir merken, dass es just in diesen Feldern mit vielen, die aus patriarchalisch, arabisch geprägten Ländern zu uns kommen, zu Konflikten kommt. Und da ist eine klare Ansage meiner Meinung nach wichtig, um deutlich zu machen, ihr habt Rechte, es gibt aber auch Pflichten. Und deshalb brauchen wir meiner Meinung nach ein Integrationspflichtgesetz, das auf Integrationsvereinbarungen setzt. Und wer nicht zum Sprach- und Integrationskurs geht, wer straffällig wird, der muss wissen, das wirkt sich auf den Aufenthaltsstatus aus. Ich glaube, nur so werden wir auch ernst genommen und nur so klappt auch Zusammenleben. Gut. Wie sehen Sie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung von Rheinland-Pfalz gegenüber den anderen Bundesländern? Wir haben in Rheinland-Pfalz tolle Leute. Stimmt. Tolle Unternehmen, sogenannte Hidden Champions, die auf dem Weltmarkt wirklich eine tolle Figur abgeben. Wir exportieren massiv in andere Länder, aber wir stellen im Vergleich zu anderen Bundesländern fest, dass unser Bundesland ein unterdurchschnittliches Wachstum hat, dass wir vor allen Dingen viel weniger Arbeitsplätze prozentual im eigenen Bundesland haben. Wir sind ein absolutes Auspendlerland. Also wir haben viel mehr Auspendler als Menschen, die zu uns reinkommen. Und die Gefahr besteht, dass wenn es Pendeln teurer wird, zum Beispiel, oder unbequemer wird, dass dann unsere Bürger zu ihren Arbeitsplätzen ziehen. Und das will ich natürlich nicht. Die sollen bei uns in Rheinland-Pfalz bleiben, ein tolles Land. Und insofern haben wir viel mehr Potenzial bei der Patentanmeldung. Uns fehlen Fachkräfte. Wir haben einen hohen Unterrichtsausfall, auch bei den berufsbildenden Schulen. Das ist aber eigentlich die Grundlage für eine gute Entwicklung auch des Wirtschaftsstandorts. Wird immer abgestritten, die Fakten besagen es aber. Dann brauchen wir auch eine Infrastruktur, die auch darauf setzt, dass Geld
aus dem Bund auch abzurufen. Das heißt, die Millionen des Bundes von Herrn Dobrindt, die für unsere Straßen vorgesehen sind. Und da hat Rheinland-Pfalz auf 50 Millionen Euro verzichtet. Und das ist schade, wenn das nämlich in moderne Infrastruktur gesteckt werden würde. Dann hätten wir auch andere wirtschaftliche Entwicklungen. Und ein letztes, schnelles Internet. Flächendeckend. Und zwar auch im ländlichen Raum. In Gewerbegebieten. Absolut wichtig. Also, Sie merken, ich erzähle viel, die Stimme ist heiser. Rheinland-Pfalz hat tolle Leute, tolle Unternehmer, aber wir haben Luft nach oben. Wir brauchen eigentlich eine Politik, die das besser fördert und koordiniert. Ja, dann habe ich noch zum Abschluss zwei kleine Fragen zu Koblenz. Hier im Magazin Next wurde schon berichtet über viele kulturelle Themen der Region. Daher interessiert es unsere Leser sicherlich auch, wie Sie dazu stehen, dass Koblenz als Kulturhauptstadt 2025 sich beworben hat. Ich finde das prima. Koblenz will es wissen. Ja. Koblenz hat sich unglaublich gemacht durch die Bundesgartenschau. Es war toll. Ich finde auch die Gondel unglaublich.